Freunde, euer Coach hier, Sessi, ja. Boah, die Sonne knallt ganz schön, also so langsam wird es, glaube ich, schwierig mit hier draußen sitzen. Ich setze mich gleich mal auf die andere Seite. Sonne brennt schon. Hier bin ich. Und ja, ich gucke mal später in eure Fragen. Guckt auf jeden Fall heute, Webinar-Tag, heute könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden noch. Und mal schauen, worüber wir heute so sprechen. Aber jetzt gucke ich erstmal in eure Nachrichten rein. So, meine Freunde, umgesetzt, gesagt, getan. Jetzt knallt die Sonne von vorne. So weit hatte ich noch nicht gedacht. Ich habe gerade einen Repost und das ist so krass. Guckt erstmal den Repost und es ist für mich wieder von oben gesteuert, dass man sowas nicht als allererstes lernt, ist für mich, es ist wieder der typische Beweis, es ist zu krass. Dass ich meine Emotionen selber steuern kann und kontrollieren kann, das kann jeder. Gewusst wie. Und das ist einfach so, dass mittlerweile diese Übung mir jedes Mal den Arsch rettet. Und was auch richtig gut bei mir immer hilft, ist diese Dankbarkeit. Es gab auch eine Übung, da habe ich das erste Mal wirklich so eine krasse Dankbarkeit gespürt. Das war so heftig, ich musste sogar heulen, weil ich einfach so überfordert war auf einmal. Aber so, meine Freunde, doch nochmal umgesetzt. Sonne von vorne ist noch ätzender. Also, ich bin vielleicht zu doof für diese Welt, okay? Aber ist es nicht so, dass wenn ich ein BWL-Studium mache, dass ich dann lernen will, wie man Geld verdient? Wenn ich zum Basketballtraining gehe, ist es nicht dann sinnvoll, dass ich dribbeln und werfen lerne? Wenn ich zum Boxtraining gehe, soll ich dann nicht boxen lernen? Es gibt Techniken und das kennt jeder von euch. Du kennst es auch. Du fühlst dich eigentlich scheiße, bist auf dem Weg von dem Scheißjob nach Hause. Auf einmal läuft im Auto das geilste Lied, wo du das erste Mal verliebt warst oder im Urlaub warst und du fühlst dich auf einmal richtig geil. So, oder ein Geruch oder irgendwas, was du mit irgendwas verlinkst. Und auf einmal fühlst du dich richtig gut. Das kennt jeder. Wäre es nicht sinnvoll, wenn ich zum Therapeuten gehe, dass diese Techniken als allererstes, wie man sich von Scheiße zu gut fühlt. Wäre das nicht das Erste, was man lernen muss? Nein, was bringen sie bei? Ah, erzähl nochmal von diesem schlechten Ereignis. Und wie fühlst du dich jetzt? Ja, scheiße fühle ich mich jetzt. Denk mal drüber nach, was die Leute lernen, die Therapeuten selber lernen. Die wissen es nicht. Wenn Ärzte sagen, oh, Vitamine sind voll gefährlich, musst du aufpassen vor Überdosierung. Nein, ich treffe eine Diagnose und verkaufe Medikamente. Die wissen nicht, wo das herkommt. Ernährungswissenschaftler, ey, 60% Zucker aufnehmen ist voll gut. Warum? Keine Ahnung, habe ich gelernt. Ja, warum hast du es gelernt? Okay, Ursachenbekämpfung allgemein. Ursachenbekämpfung zerstört jeden Job. Ursachenbekämpfung zerstört den Job des Arztes, den Job des Psychotherapeuten, den Job des Chirurg. Ursachenbekämpfung ist das Gift eines jeden Jobs. Sollte man mal sacken lassen, sollte man mal drüber nachdenken, wo kommt das her? Da sollte man mal drüber nachdenken. Und ja, es geht um die Techniken. Deswegen, wenn ihr die Techniken vom Matrix-Prinzip macht, ich reposte das hier jeden Tag, man kann keinen Stress mehr empfinden. Zu lernen von einem Scheißzustand, die Welt hasst mich, alles ist scheiße, zu, Alter, ich fühle mich gerade voll geil. Das sind Techniken, die kann man erlernen. Genauso wie ich, keine Ahnung, schwimmen gelernt habe. Das sind Techniken. Und die verändern euer Leben. Okay, bei der Gesundheit. Was braucht der Körper? Nein, nein, das hat mit Ernährung nichts zu tun. Mit essentiellen Nährstoffen? Deine Organe, Enzyme, alles in deinem Körper braucht die Mineralstoffe, Nährstoffe? Nein, mit der Ernährung hat das gar nichts zu tun. Sie können von morgens bis abends Schokolade essen. Das ist Quatsch. Wie bitte? Was? Was? Das Thema, was auch dich interessiert, weil du machst genau den gleichen Fehler, weil ich habe auch den Fehler gemacht. Ich hatte zwei... Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Wie kann man so dumm sein, 2,5 Millionen mit... How can I become rich? Well, first you have to ace your exams. Yeah, but how do I become rich? Well, then you can go to college or university. But how do I become rich? Well, with a degree, you can get a job for $50,000 plus a year. But entrepreneurs can make way...
ganz schön viel Action heute auf dem Wasser da. So, und übrigens, die AIDA ist angekommen, da hinten sogar zwei nebeneinander. Schaut euch das mal an. Oh, was für ein Riesenteil. Daneben die Hochhäuser, genau so hoch. Und da ist die zweite. Der kleine Bruder. Gestern hatte ich so einen geilen Kommentar wieder. Es ist so krass, immer wenn man darüber spricht, wenn man nur über das Thema irgendwie Geld verdienen spricht, dann gibt es bei den Menschen so eine krasse Blockade. Gestern hat wieder einer da in die Kommentare geschrieben, ja, ey, das ist ja voll Quatsch. Sowas ist nur interessant über Bitcoin und so, wenn man da drin investiert ist. Sonst ist das völlig Schwachsinn, darüber zu reden. Ich habe vorhin ein Video gesehen, Chili's, eine Kryptowährung, hat in einem Jahr 46.000% Return gebracht. 46.000% in einem Jahr. Da müsste Warren Buffett, keine Ahnung, 20.000 Jahre für leben. Das ist so krass. Nee, 2.000 Jahre. Sorry, habe mich verrechnet. Ja, Cecil, hätte man ja nicht wissen können. Aber viele tausende Menschen haben 46.000% Return bekommen. Wird es die letzte Währung sein, die irgendwie so durch die Decke geht? Nein, wird es nicht. Wollen wir als erstes davon erfahren? Ja, deswegen, das ist wirklich, das lohnt sich wirklich da, sich reinzufuchsen. Schreibt mal euer krassestes Projekt mit dem meisten Potenzial einmal hier rein. Interessiert mich, ich werde es auf jeden Fall recherchieren. Und es ist einfach so krass, ich habe das Video darüber gemacht, was wir alles für Chancen verpassen. Was ein besseres Leben, finanziell frei werden, was muss ich da was lernen? Gesund ernähren, für mehr Energie, einen tolleren Körper, mich besser zu fühlen, Mindset verbessern, was muss ich das alles lernen? Ah nee, komm, das mache ich mal irgendwann später in 97 Jahren. Wir verpassen so viele Chancen am Tag und das macht mich immer so, ich will da rein. Jeder hat das Potenzial, jeder. Das ist ja krass, da ist man einfach hier im Hochhausdschungel und dann sitzt da einfach ein V auf der Lampe und macht und ich denke, dann gucke ich weiter. Noch einer und noch einer. Ich habe es jetzt extra so formuliert, weil ich kenne die Mehrzahl von V nicht. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, und hier im Hochhaus. Dschungel. Oh. Ah. Habt ihr gehört? Krass. Und warte, irgendwo ist auch der Busch Khalifa. Sehe ich jetzt gerade nicht.